Ja, und das ist wirklich unfassbar. Die Boeing 737 Max, sie sorgt weiter für Negativschlagzeilen und vor allem auch für Sorge um die Flugsicherheit. Nachdem nämlich mitten im Flug plötzlich ein Kabinenteil aus einer nagelneuen Maschine der Alaska Airlines ausriss, müssen nun alle Flugzeuge diesen Typs weltweit am Boden bleiben. Surreale Bilder einer Boeing 737 gehen am Freitag um die Welt. Ein riesiges Loch klafft in der Wand des Flugzeugs, das sich in 5000 Metern Höhe befindet. Passagiere halten Sauerstoffmasken in den Händen, versuchen, ruhig zu bleiben. Ich habe geschlafen und spürte das Flugzeug fallen. Es war anders als normale Turbulenzen, auch weil die Sauerstoffmasken runterkamen. Und da wusste ich, das hier ist etwas anderes. Der Flug von Alaska Airlines war in Portland in den USA gestartet und auf dem Weg nach Ontario, Kalifornien, als kurz nach dem Start ein Teil der Kabinenwand herausflog. Das Flugzeug kehrte um und legte in Portland eine Notlandung hin. Alle Passagiere konnten zum Glück die Maschine verlassen. Niemand wurde schwer verletzt. Im Namen des National Transportation Safety Board möchte ich für alle mein Mitgefühl ausdrücken, die das erlebt haben, was sehr beängstigend gewesen sein muss. Die Flugsicherheitsbehörden reagieren. Sowohl bei amerikanischen als auch bei britischen und europäischen Fluglinien gilt für die Boeings des Modells 737-9 Max aktuell ein Flugverbot. Vor einem Start müssen sie zunächst gründlich geprüft, wenn nötig, repariert werden. Für den Flugzeughersteller Boeing ist es nicht die erste Negativschlagzeile um das Modell 737 Max. Nach Abstürzen im Jahr 2018 und 2019 aufgrund eines Softwarefehlers mussten diese Modelle fast 2 Jahre am Boden bleiben. Auch danach mussten immer wieder technische Probleme an den 737-Modellen behoben werden. Was genau im Flug von Portland nach Oregon passiert ist, wird aktuell noch untersucht. Klar ist, dass der Teil des Flugzeugs, der rausbrach, auch als Notausgang genutzt werden kann. Bei diesem Flieger aber nicht als solcher genutzt wurde. Der Defekt könnte mit dem Tür-Austauschstecker zusammenhängen. Glücklicherweise saß bei diesem Flug niemand direkt an der Kabinenwand. No one was seated. Niemand saß auf 26A und B, wo der Türaustauschstecker ist. Das herausgerissene Kabinenteil allerdings konnte von den Behörden bisher noch nicht gefunden werden. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.